Hey Leute, warte und willkommen zur weiteren Folge von Rocket League. Gestern ist was sehr Merkwürdiges passiert, denn gestern habe ich ein Champion-Turnier gewonnen. Wir haben hier den Season 2 Champion-Turniersieger-Banner. Ich kann mich jetzt zum Season 2 Champion-Turniersieger machen. Und das hat gemacht, dass wir jetzt in der Turnier-Elo nicht mehr Champion 1 sind, sondern wir sind gerade Champion 2. Das heißt, das Turnier, was ich gerade mitspiele, was ihr jetzt da oben seht, das ist ein Champion 2 Turnier. Und ich dachte mir, das ist der perfekte Zeitpunkt, um euch mal ein Champion 2 Turnier zu zeigen. Ich habe selbst keine Ahnung, wie schwer das ist. Andere Sache, die krass ist, im Itemshop kann man sich jetzt Interstellar kaufen. Das ist der Skin, den ich habe. Das heißt, falls ihr ihn cool findet und ihr reich seid, könnt ihr das ja kaufen. 2000 Credits sind eine Menge Geld, deswegen sage ich wirklich dazu, falls ihr reich seid. Und ihr könnt euch auch sehr gerne meinen Creator-Code BadeYC eintragen. Und falls ihr neu seid, könnt ihr euch auch mal sehr gerne ein Abo da lassen, wenn nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Der generische Club heißt wahrscheinlich dann das ist immer im Grunde ein Nachteil, denn die haben bessere Kommunikation, die haben bessere Absprache, die wissen schon, wie sie zusammen spielen. Wenn man nicht in der ersten Runde rausfliegt, macht man auch kein Minus. Das ist das Wichtigste. Okay. Beim letzten Champion-Turnier war ich... Sehr gut, wir machen direkt ein Tor. Als wir ins Finale gekommen sind beim Turnier und das gewonnen haben, habe ich eher einen sehr passiven Teil gespielt. Mein Team war da relativ aggressiv, aber fairerweise, mir fehlen auch offensiv mehr Prozente als defensiv, um aufs Champion-Niveau zu kommen. Defensiv fühle ich mich definitiv stärker als in der Offensive. Und das merkt man halt leider auch. Das macht er sehr interessant. Okay. Aber nee, ich habe wirklich das Gefühl, in den Turnieren, ich lerne hier am meisten. Oh, der ist noch gebumpt, das habe ich nicht gesehen. Nee, ja, du musst nicht schießen, du Spam, Dude. Ich konnte nicht sehen, dass du den gebumpt hast, Mann. Wenn man anderen Teammates so Befehle gibt in so einem Ton. Zumindest wenn es eine Kleinigkeit ist. So, wenn ein Teammate halt 30 Mal nicht Shadow defendet, dann kannst du schon sagen, ja, ey, versuch ein bisschen mehr zu Shadow Defend. Dann kann man das sagen. Aber bei so einer Sache direkt zu sagen, schießt du, finde ich ein bisschen hart. Guter Schuss. Let's go. Okay, wir gewinnen anscheinend doch das erste Spiel. Das sieht gerade sehr stabil aus. Oh, die haben echt aufgegeben. LOL. Okay, das heißt, wir machen schon mal keinen Minus. Und das nächste Turnier, was ich spiele, ist dann auch ein Champion 2 Turnier. Könnt ihr Just for Fun Pokal öffnen? Das machen wir mit einem Hoffnungsträger-Pokal und boom, boom. Dann kriegen die dumme Schlange. Aus irgendeinem Grund hat das Spiel aktuell einen Fehler, was die Synchronisation angeht. Ich muss irgendwie alles nochmal neu einstellen, immer wenn ich was starte. Was super nervig ist. Aber deswegen haben wir noch die falsche Talk-Tools und haben nicht die Drachen. Die hat einfach doppelt gefaked. Oh, wir haben Lex. Hör auf, schießt du zu sagen, Alter! Vor allem mein Teammate macht was mega nicht berechenbar ist. Und dann haut der und schießt du raus. So, schießt du! Schießt du! Schießt du! Ich mach jetzt Randa, Randa, Randa. Scheiße, ne? Ist scheiße, wenn der Teammate das im Grunde sinnlos macht. So. Das war aber ein guter Schuss. Oh, das war ein guter Schuss. Schade. Da war ein bisschen was Feuer drin. Boom. Boom. Oh, der Schuss. Ich hätte jetzt gerne auch schießt du, schießt du, schießt du gesagt. Ah, ne, das war der gute. Da mache ich das nicht. Okay. Ich positioniere mich so, dass wenn ihr den blocken, ich den dann hätte. So. Okay, sorry. Wie gesagt, meine Stärken, ich sag mal, defensiv bin ich solide. Aber offensiv muss ich echt das Feld noch meinen Teammates überlassen. Ich versuche mich halt so zu positionieren, dass wir halt das gute Setup haben. Halt, wenn einer den Ball rechts in die Ecke trägt, dass einer dahinter ist zum Absichern und einer in der Mitte ist, um den theoretisch reinzumachen. Das versuche ich festzuhalten mit den Positionen. Aber ich bin natürlich teilweise noch zu langsam, was die Höhe und so angeht. Einen kaputt gemacht, aber leider hat mich das auch zurückgeworfen vom Speed. Okay, aber gesaved. Okay. Ich habe ja nicht mehr schießt du. Sonst hätte ich jetzt schießt du, schießt du, schießt du gemacht, weil es ist einfach stehen geblieben. Hat in die Mitte gehauen und ist dann einfach stehen geblieben. Für jemand, der dauernd schießt du spammt, sobald einer mal nicht instant beim Schuss ist, finde ich das schon schwach. Aber so ist es halt. Ich meine, das machen wir ja alle. Wir haben ja alle höhere Standards an unsere Teammates, als wir an uns selber. Das kennt man ja auch. Wenn man selbst einen Fehler macht, ist das so, ja, passiert. Und wenn ein Gegner ein Teammate einen Fehler macht, dann regt man sich da viel mehr drüber auf. Es ist einfach nur psychologisch eine ganz normale Sache. Mache ich ja auch bewusst oder unterbewusst. Aber wir haben jetzt wieder zwei Partien gewonnen. Und das ist nicht verkehrt. Ich bin jetzt gerade seit 7 Partien in den Champion-Turnieren ungeschlagen. Durch die 2 Siege ist unsere Elo ja nochmal gestiegen. Also heißt eigentlich nicht Elo in diesem Spiel heißt das MMA. Und da ist das jetzt ein bisschen abenteuerlich, denn wir sind da jetzt Champion 2, Liga 4. Das heißt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann wäre ich von der Elo theoretisch Champion 3.
Ich bin Diamond 2 im 3 gegen 3. Es ist so krank. Ja, ey, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit, dieses Turnier. Ich liebe das ja auch, ehrlich gesagt, Videos zu den Turnieren zu machen. Gerade wenn man halt weit kommt, das ist halt das Problem. Du willst halt kein Video zum Turnier machen und dann halt nach 2 Runden rausfliegen. Und deswegen, Viertelfinale sollte schon drin sein. Ist das ein Dreierteam? Ja, ne? Ist ein Dreierteam. Da war ich lost. Ich war mir unsicher, ob ich den ersten schon halten muss. Mussten wir nicht. Boom. Der kommt, interessant. Hier gehen wir. Ja. Guter Schuss. Übrigens, meine Teammates, die geben mir nie Credits. So, immer wenn ich einen Pass spiele, es kommt nie guter Pass. Wenn ich ein Tor mache, es kommt nie guter Schuss. Nie. Also ich weiß nicht warum. Das war auch, als wir das Finale gewonnen haben. Da gab es ein Spiel, da hatte ich 5 Paraden. Und die haben nicht in einer Situation, haben die nicht Danke gesagt. Oder was für eine Parade. Nichts. So, in 3 von den, wie viele Spiele macht man da? 7? In 3 der 7 Partien war ich MVP. Macht mehr als 7, ne? Auf jeden Fall, ich war in 3 Partien MVP. Nicht einmal ein guter Schuss oder so gekriegt. Wäre durchgekommen. Wäre big gewesen. Boost haben. Oh, ich hab keinen Boost, Das wird schwer. Und ich drehe mich falsch. Oh, Glück gehabt. Okay. Mit Zielsrotation konnte ich da gar nichts anfangen. Mit Zielsrotation. Mach doch nicht, schießt du, Alter! Du hast in der Mittellinie gekauert und dann. Das ist deiner! Guck mal! Der dreht sich zu mir und bleibt dann da stehen. Spam, schießt du! Ich mach was für eine Parade. Sorry, da schieße ich zurück. Das war scheiße von uns beiden, aber er gibt mir die ganze Schuld. Das ist halt ein Spieler, der wird niemals, also legitim, niemals aufsteigen. Zu irgendwas im Leben. Das war schlecht von uns beiden und er gibt mir die Schuld. Wieder vor, auch die ganze Zeit, bei jedem Minifehler, er gibt mir die Schuld. Drüber. Der geht. Ja. Der eine ist richtig gut. Der jetzt das Tor gemacht hat. Make ways for Snoody, der ist richtig, richtig gut. Ich verstehe übrigens nicht, warum manche Spieler das Gefühl haben, dass sie die krassesten überhaupt sind, wenn die halt keinen krassen Rang haben. Weil im Grunde alles unter Super Sonic Legends, oder nee, ich sag mal so, alles unter, nicht mal Gwench, doch, alles unter, wenn du kein Profi bist, kannst du nicht angeben. Das geht nicht. So, und manche Spieler, die haben halt irgendwie 2000 Stunden Spielzeit, die sind dann Champion 1 und tun dann, ob die irgendwie das krasseste Brot aller Zeiten sind. Aber die sind nur Toastbrot. Und hier zum Beispiel, das Tor ist nur entstanden, weil ich den Torwart weggerammt habe. Ich weiß nicht, ob man es irgendwer sieht. Da, guck. Zack. Kriege ich dafür irgendwie schöner Zusammenstoß? Nee, muss ich mir selbst geben. Er macht sogar Nein. Jetzt ist der andere nicht mehr respektvoll. Wir hätten das Tor nicht gemacht, hätte ich den nicht gerammt. Das haben wir. Haben wir auch gewonnen. Mein Ramm hat das Siegtor ermöglicht. Und ich krieg ein Nein, nein, nein. Aber Leute, wir sind im Halbfinale. Das heißt, wir haben noch ein Best of 3. Das heißt, wir haben genug Content für ein Video und ich muss um 23 Uhr nicht noch was aufnehmen. Hey, das ist richtig gut. Ah, ich sehe jetzt gerade, das sind Buddies. Snot und Snot sind Buddies. Die reden wahrscheinlich auch gerade. Und das heißt, wenn der eine mich beleidigt, dann meinen das eigentlich beide. Ah, dann sind das beides also coole Typen. Dann macht den nach vorne. Dann macht den hoch. Ich wollte ihn ganz normal machen, aber da war halt mein Teammate im Weg. Und ich will auch jetzt nicht so tun, als ob ich hier irgendwie ein guter Spieler wäre aus meinem Team. Ich will einfach nur ein bisschen Respekt, das ist alles. Ich will nur ein bisschen Respekt, dass wenn ich mal was mache, was okay ist, dass die sagen, ey, guter Schuss. Dass wenn ich mal einen Fehler mache, die nicht direkt sagen, schieß doch, sondern dass ich einfach nur sagen, ja, okay, war stabil und kann passieren. Einfach nur so ein paar Nettigkeitsbasics. Nichts Wildes. Die Zerstörung da zum Beispiel war auch okay. Schöner Zusammenstoß. Ja, wäre okay gewesen, hätten wir machen können. Das kommt gefährlich. Stark gesaved. Gut. Stark. Gute Zerstörung von den Gegnern. Er macht wieder, schießt du. Mate, ich wollte doch gerade, ich bin kaputt gewesen. Der macht es auch mal dann Situationen, wo ich der Meinung bin, ja, es geht nicht, ich bin tot. Das war's. Boom. Ich meine, ja, okay. Nee, hast recht, Steely. Als ich tot war, hätte ich den Ball auf jeden Fall noch als Geist. Ich hätte ihn noch berühren sollen als Geist. Das ist korrekt, ja. Wir haben aber die erste Partie vom Halbfinale gewonnen. Wenn wir jetzt noch das zweite Spiel gewinnen, dann wären wir im Finale. Dann mache ich guter Pass, dann mache ich guter Schuss. Ich gebe beiden Credits. Der kommt auch eklig, tatsächlich. Der kam richtig eklig. Nachschuss. Schön. Guter Schuss. Sieht sehr gut aus jetzt im zweiten Spiel. Gibt es übrigens einen guten Pass? Natürlich nicht. Es gibt mir übrigens auch keine Punkte. Was wäre so gesehen der Pass, der davor entstanden ist. Aber ist okay. Ich sag, ich verteidige. Zu spät gewesen. Aber. Uff.
Oh mein Gott. Fast noch gesaved. Teammate cuts that from. Ich kann halt zu keinem Ball gehen. Weil Steely zum Beispiel zu jedem Ball geht, wo er hingehen kann. Uff. Das war... Ja, warum push, Alter? Als ob ich keine Fehler machen darf. Wie soll ich denn irgendwas machen in der Partie, wenn ich einfach kein Vertrauen zu irgendeinem Ball habe und ich nur halt zu Bällen gehen kann, wo die vorher verfehlt haben? Das ist die einzige Erlaubnis, dass ich zum Ball gehen darf. Wisst ihr was? Ich mute die jetzt einfach. Ist halt nur wahnsinnig schwer, Selbstbewusstsein aufzubauen und man dauernd beleidigt wird, sobald man Fehler macht. Ich brauche halt auch nur ein bisschen Liebe ab und zu. Und ich habe von Anfang an nur Schläge gekriegt von meinen Teammates. Nicht einmal was Gutes. Bei jedem kleinen Fehler von mir, riesen Hate. Vom eigenen Team. Und, guter Ball. Guter Ball. Sehen die es, wenn ich guter Schuss mache? Danke? Achso, Quickshot geht bestimmt. Ah ne, Moment. Ich mute direkt wieder. Okay. Statt mir zu überlassen, haut ihn lieber selbst in die Mitte und wird dann sagen, Teammate, shoot! Shoot! Höchstwahrscheinlich. Oh, guter Schuss, guter Schuss, guter Schuss. Was ein Banger. Was ein Banger. Sorry, da entmute ich mich mal kurz. Wieder muten. So. Was ein Banger-Schuss. Dadurch sind wir im Finale übrigens, ne? Und ich habe mehr Punkte geholt als Steely. Das ist für mich Genugtuung in gewisser Form. Und ja, es bleibt dabei. Make way for Snoddy. Carried uns, der ist der Beste. Der ist, wie gesagt, der ist deutlich besser als Steely, meiner Meinung nach. Das Einzige, was ich an denen kritisiere, ist halt das mentale Level von denen. Weil da gefallen die mir gar nicht. Die sind super toxisch und negativ halt mir gegenüber. Und die merken ja auch augenscheinlich, dass ich nicht absichtlich falsch spiele. Okay, Finale. Zeit, meine Teammates zu enttäuschen. Weil ich bin nicht gut genug, um hier mitzuhalten im Finale. Safe Call nicht. Deswegen, ich gebe mein Bestes, wie auch schon in den Spielen davor. Aber die Chance ist halt wirklich hoch. Oh, hätte er den nicht gedoubbelt, hätte ich den ein bisschen gefährlicher gemacht. Aber ist halt Steely. Der will halt jeden Ball, den er berühren kann, berühren und zeigen, ey, ich kann den hitten. Guter Schuss. Moment, da entmute ich mich. Ich bin ja trotzdem ein guter Teammate, ich gebe die positive Energie und wieder muten. Boom. Oh, schön durchgekämpft. Sehr gut. Ja. Vielleicht ein Tipp auch für alle, wenn ihr Teammates habt, die toxisch sind, einfach muten. Einfach nicht drauf achten, was sie sagen, einfach ausstellen. Da. Lol, der ist reingegangen. Das ist eine Gratis-Vorlage. Schöner Schuss. Ich überlege, was ich da mache, aber der kam angeflogen wie ein Adler, war gut. Ball. Der geht auch. 4-0 im Finale ist heftig. Noch ein Sieg und wir hätten ein Champion 2 Turnier gewonnen. Oh, der ist ihm verfehlt. Ist das ein Tor? Das ist ein Tor. Die Gegner haben aber auch einen hohen Druck. Verfehlt. Beide verfehlt. Was soll ich zu sagen? Sagen die sorry? Nee, die sagen nichts. Die sagen nichts. Die machen kein Problem. Okay. Haben nichts zu sagen. Ja. Wäre ich daneben gesprungen, hätten die gesagt, schießt du oder sowas. Come on. War auch ein guter Pass, aber der macht er nicht. Der macht nur Pässe, den sein Mate spielt. Ah, scheiße, ich bin geblockt. Oh, den macht er, let's go! Krieg ich einen guten Pass? Krieg ich einen guten Pass? Ich will nur Bestätigung. Ich mach guter Schuss. Ich will nur Bestätigung. Gib mir irgendwas. Danke. Nein, er macht nur Danke. Er macht nur Danke. Ja. Ey, ganz ehrlich. Sehr hohe Chance, dass meine Teammates glauben halt, dass sie halt die absoluten Bosse sind. Und die sind auch sehr, sehr gut. Muss man dazu sagen, das könnten vielleicht sogar wirklich Grand Champs sein, die runtergerankt wurden für eine ganze Zeit. Weil die spielen sehr, sehr gut. Muss man auch dazu sagen, die spielen sehr, sehr gut. Einzig mental sind die scheiße. Aber die spielen so an sich in der Regel sehr, sehr gut. Ich hau in die Mitte komplett leer und keiner ist da. Weil fairerweise, wir führen ganz knapp. Und ich war natürlich jetzt auch nicht unbedingt der sicherste in der Offensive heute. Und dann kann ich das dann doch ein bisschen verstehen, wenn er lieber eine super Defensive hat, als... Als vorne was zu riskieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 der kommt nochmal, der kommt nochmal. Der ist oben. Wir müssen jetzt nur stören, wir müssen jetzt nur stören. Er hat den Boden berührt. Shoutout an meine Teammates. Mental seid ihr komplett scheiße. Komplett scheiße. Aber spielerisch wart ihr sehr, sehr gut. Und wir haben gerade ein Champion 2 Turnier gewonnen. Holy. Ja. Komm, ich bin mal komplett nett. Oh, die haben das Spiel verlassen. Ich wurde aus der Gruppe entfernt. Ich wollte noch GG schreiben. Keine Ahnung, was geschehen ist.
aber das nehme ich mit. Wie viele Punkte kriegen wir jetzt? Das sind 20.000, oder? Wie viele sind das? 5.000 hier, aber es gibt doch hier nochmal fett 9.000. Okay, 14.000 gab es. Da sind wir jetzt ungefähr bei 130.000. Und wir haben jetzt back-to-back, zwei Tage nacheinander, ein Champion-Turnier gewonnen. Das ist richtig kranke. Wir sind dadurch Champion 3, ich glaube Liga 2 oder 3. Also das nächste Turnier, was ich spiele, ist auf Champion 3-Niveau. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da reingemogelt habe. Wie gesagt, spielerisch, krasser Shoutout an meine Teammates, die waren da sehr, sehr gut. Die haben mir halt nur die ganze Zeit über das Gefühl gegeben, dass ich halt ein absoluter Müllhaufen bin. Aber gut, geschenkt. Ich öffne jetzt kurz zum Abschluss der Folge noch einen Hoffnungsträger-Pokal. Das macht ja nichts, können wir kurz öffnen. Wir kriegen Müll, fantastisch. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid und dieses Video interessant fandet, könnt ihr mir sehr gerne ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns. Bis dahin, Leute, und ciao.